da, ich bin da, ich bin da. Das ist wahr, das ist wunderbar. Nicht da oben, nicht da unten, nicht da vorne, nicht da hinten, nicht daneben, sondern da. Ja, das ist wunderbar. Hallo, liebe Kinder, schön, dass ihr wieder bei uns seid, hier im Studio in der Fürstenriederstraße in Minihaus München. Wir, das sind heute? Ecke. Silvia. Und? Dido. Töre. Hallo, liebe Lilo, grüß dich, hallo. Lilo ist heute dein Kamerakind, Silvia. Wow, ja. Ich wollte mal auf der anderen Seite das anschauen. Ja, toll, viel Spaß und viel Erfolg, liebe Lilo. Dann müssen wir zu zweit heute das schaffen. Ganz genau, das schaffen wir. Und Lilo unterstützt uns im Hintergrund. Genau. Prima. Super. Ja, liebe Kinder, ihr wundert euch vielleicht, dass wir hier wieder im Studio sind und dass wir unser Studio zu einer Schreinerwerkstatt umgebaut haben. So wie? Bisschen. Bei Meister Eder und seinem Pumuckl. Genau, richtig. Ja, wir wollten eigentlich auf einer Wiese stehen, neben einem Forscherhaus, in eines unserer Minihäuser. Aber da der Wetterbericht nicht ganz sicher war und wir im Moment so eher ein Schauerwetter haben, also so eine Mischung aus Wolken und Regen, haben wir gesagt, wir wollen so was Spannendes machen heute mit euch, da brauchen wir auf jeden Fall keinen Regen. Und wir wollen nächste Woche dann nochmal neu Anlauf nehmen, in eins unserer Minihäuser zu gehen, auf eine Wiese. Aber der Regen war gut. Oh ja. Der Regen war sehr gut, weil die Pflanzen brauchen Regen, die Tiere brauchen Regen, die Vöglein brauchen Regen, damit die auch irgendwas zu trinken finden. Genau, also von daher... Da sind wir schon bei unserem Thema, die Vögel. Doch bevor wir mehr erzählen, erstmal unser Begrüßungslied, liebe Kinder. Auf drei. Auf drei. Ohne Lilo schaffen wir das. Das schaffen wir. Eins, zwei, drei. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist wahr, das ist wunderbar. Nicht da oben, nicht da unten, nicht da vorne, nicht da hinten, nicht daneben, sondern da. Ja, das ist wunderbar. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist wahr, das ist wunderbar. Mit dem Kopf und mit den Füßen, mit den Händen zu begrüßen, mit dem Herzen bin ich da. Ja, das ist wunderbar. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist wahr, das ist wunderbar. Um zu hören, um zu sehen, um zu riechen und zu schmecken, um zu rufen, ich bin da. Ja, das ist wunderbar. Jetzt wissen alle, dass wir da sind. Jawohl. Und ihr, liebe Kinder, habt toll mitgesungen. Vielen Dank, ihr seid auch da. Wie schön. Ja, bevor wir weitermachen mit unserem Thema, lauscht doch mal, wer singt denn da? Wollen wir als erstes mal eure tollen Werke vorstellen. Wir haben wieder Werke geschickt bekommen von euch, Bilder. Und hier zeige ich mal als erstes das von Tillmann. Ganz kurz nach der Sendung kam das Bild zu uns im Studio und der Tillmann hat eine ganz tolle Blume gebastelt mit einer Biene. Toll, Tillmann, vielen Dank. Schaut, was die Emma gemacht hat. Die Emma, oh ja, die hat aus unserem Vorschulprogramm zu Farben und Formen ein ganz tolles Bild bunt gemalt und genau richtig, in exakt den richtigen Farben, so wie die Vorgabe war. Toll gemacht, Emma. Und wir haben gehört und gelesen, dass du auch gerne bald ein Vorschulkind bist. Und jetzt kommt ein Klo-Monster. Oh, das Klo-Monster, ganz genau, von Jasmin. Jasmin hat mit ihrem Bruder Florian ein Klo-Monster gebaut und wie wir von der Mama wissen, ganz viel Spaß gehabt. Vielen Dank euch für das Klo-Monster. Ganz toll. Lauscht doch mal, wer singt denn da, liebe Kinder? Wir haben heute Morgen schon, bevor wir das Studio umgeräumt haben, die Fenster weit aufgemacht. Und jetzt lauscht doch mal, wer singt denn da? Thank you.
Da sind die Vögel, unsere Freunde und auch die Freunde von unserer lieben Lido. Ja, und da haben wir, vielleicht erinnert ihr euch, beim letzten Mal, wen haben wir da kennengelernt von der Vogelwelt? Eine besondere Taube. Mhm. Die mit dem lustigen Namen? Ja. Turteltaube? Ja. Diese Turteltaube haben wir kennengelernt. Die hat eine ganz tolle Stimme. Da ist sie. Ja, und bevor es jetzt um einen neuen Vogel geht, der schon hier im Hintergrund hängt, wollen wir aber zunächst unsere Geburtstagskinder grüßen. Oh, hat schon wieder jemand Geburtstag? Oh, heute ja. Auch? Ja, heute hat auch jemand Geburtstag. Was ist das heute für ein Tag? Heute ist der 30. Der 30. April? Ganz genau, Donnerstag, der 30. April. So würde es auch unsere Wetteruhr anzeigen heute. Ganz bald Mai, gell? Genau. Und heute? Morgen fängt der Mai an, richtig. Morgen ist der 1. Mai. Und wer hat heute Geburtstag? Heute hat der Jakob Geburtstag. Der Jakob, der Jakob wird heute 2 Jahre alt und geht in die Pippinger Straße. Liebe Grüße, lieber Jakob. Einen schönen Tag, einen schönen Geburtstag. Glückwunsch. Und wir grüßen alle Minihaus-Kinder in der Pippinger Straße. Dich grüßen wir ganz herzlich, Jakob. Und natürlich alle Geburtstagskinder auch, die letzten Tage im Minihaus München Geburtstag hatten. Und für euch, liebe Kinder, und für alle Kinder dieser Welt, die Geburtstag haben, singen wir wieder unser schönes Geburtstagslied. Ich schenke dir einen Regenbogen. Auf drei wieder? Ja, 1, 2, 3. Ich schenke dir einen Regenbogen, rot und gelb und blau. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Das weißt du doch genau. Ich schenk dir 100 Seifenblasen, sie spiegeln mein Gesicht. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Nein, ich verrat's dir nicht. Ich schenk dir eine weiße Wolke hoch am Himmel dort. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Es ist ein Zauberwort. Ich schenk dir einen Kieselstein, den ich am Wege fand. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Ich schreib's in deine Hand. Ich schenk dir einen Luftballon, er schwebt ganz leicht empor. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Ich sag's dir leis ins Ohr. Ich schenke dir ein Kuchenherz, drauf steht, ich mag dich so. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Jetzt weißt du sowieso. Lausch doch mal, wer singt denn da? Wer singt? Yes. Oh, Lausch, das kenne ich mal mit. Mach mal ganz genau hinhören, wer singt denn da? Das ist nicht die Taube. Das ist nicht unsere Turteltaube. Das ist unser Star. Der Vogel, der Star. Und der macht seinem Namen alle Ehre. Denn er singt wie ein Meister. Wie ein Star, der auf der Bühne steht. Und er hat ein ganz, ganz schönes Gefieder. Bläulich, schwarz. Das schimmert ganz, ganz schön. Einen gelben Schnabel oder hat ein blaues Auge. Turteltaube hat ein rotes Auge. Und er wechselt ab und zu sein Gefieder. Hier auf dem Plakat wirkt er jetzt schlicht und manchmal sieht er aus, als hätte er einen purpurnen roten, mandrot-blauen Mantel an. Das schimmert dann ganz toll mit weißen Punkten. Ja, der Star ist ein ganz geselliger Vogel und gibt es auf der ganzen Welt. Und er war 2018 der Vogel des Jahres. Und der Star, ihr seht es hier, hat einen ganz großen Nistkasten. Das ist nämlich dieser hier. Und den wollen wir heute mit euch, liebe Kinder, bauen.
Der Star braucht nämlich ganz viel Platz. Der ist 22 cm groß und braucht ein großes Loch mit 45 mm, damit er mit seinem prachtvollen Kleid gut einfliegen kann. Das ist anders wie bei der Schwalbe. Genau, das ist ein kleines Mäuschen, oder? Ja. Das ist ja viel kleiner, für einen kleinen Vogel. Ich glaube, das ist für eine Meise, oder? Richtig. Zum Beispiel für die Meise. Ein kleines Meisenhaus daneben. Manchmal hängt man auch einfach diese Nistkästen hin und man schaut, welche Vögel darin Quartier finden. Manchmal kann das auch genau andersrum sein, dass auch ein kleiner Vogel sich in einem starren Kasten aufhält. Und wie man den baut, das wollen wir euch jetzt gleich im nächsten Schritt erklären. Doch vorher wollen wir noch ein Lied mit euch singen, was wir nämlich alle schon mal in der letzten Sendung gesungen haben. Da, wo der Star vorkommt? Ja. Was ist das? Genau. Amsel, Drossel, Fink und Star. Ah, okay. Auf drei, oder? Von Hoffmann von Fallersleben. Alle Vögel sind schon da. Eins, zwei, drei. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen. Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein. Hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen. Ja, liebe Kinder, und jetzt geht's los jetzt mit erst unserem Nistkastenbau hier. Die Elke und ich, wir haben schon ein bisschen angefangen heute früh. Ja. Wir haben schon mal was zusammengesetzt. Elke, willst du mal sagen, was wir da schon zusammengefügt haben? Wir können jetzt erstmal überlegen, was wir alles brauchen. Auch? Ja, auf jeden Fall. Gerne, also, da fangen wir an. Ich glaube, wichtig, Akkuschrauber. Ein Akkuschrauber oder auch einen Hammer. Man kann auch einen Hammer und Nägel nehmen. Wir nehmen einen Akkuschrauber und arbeiten heute mit Schrauben. Der Vorteil liegt dabei, dass man später im Jahr, dann meistens November, Dezember, den Nistkasten wieder abnehmen kann, die Schrauben wieder lösen kann und so kann man den Nistkasten dann im Winter säubern, sodass er für den Frühling dann wieder schön sauber ist. Es ist wichtig, dass man Nistkästen säubert. Richtig, ganz genau. Genau, dass die Vögel nicht krank werden. Dann brauchen wir viele Schrauben. Wie viele, wissen wir es? Ja, wir brauchen jetzt in dem Fall 14. 14. Wir haben ein paar mehr mitgebracht. 14 Schrauben. Und wie viel Teile, Holzteile? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Und was ist denn mit dem siebten? Da ist ja ein Loch drin. Da ist ja ein Loch. Ist es kaputt? Nein, das ist nicht kaputt. Das ist nicht kaputt. Ihr wisst schon Bescheid, Kinder. Das sieht man ja da vorne, oder? Da müssen ja die Vögel reinbrauchen. Richtig. Die Eltern, um die Vögel zu füttern. Genau, richtig. Und die kleinen Vögel, wenn die da wieder raus wollen. Genau, wir haben das schon für euch vorbereitet, liebe Kinder. Und habt ihr die kleine Stange gesehen davor? Der Star, der liebt es, hier vorne auf der Stange zu sitzen und zu singen. Okay. Und er ist ganz gesellig. Man hängt am besten mehrere Starrenkästen nebeneinander, weil er ist ein ganz geselliger Vogel. Er liebt es, mit seinen Freunden und mit seinen Familien zusammen zu sein. Schön. Ja, wir haben auch hier eine Bauanleitung zum Starrenkasten. Liebe Kinder, liebe Eltern, Sie finden die Bauanleitung auch auf unserer Homepage unter Hashtag Wir sind für euch da. Und wenn ihr heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen Lust habt, schaut euch mal diese Bauanleitung zum Starrenkasten an und habt viel Freude beim Nachmachen. Wir machen euch jetzt vor, wie es geht. Ja, das machen wir. Ich nehme den Akkuschrauber und schon mal eine Schraube. Ich nehme den roten. Ja. Und ja, genau, das ist wichtig, die Wanderband.
Wichtig war, glaube ich, ganz ordentlich Kante auf Kante. Genau, richtig, damit keine Luftlöcher entstehen und es bei den Vögeln zieht. Das geht gut. Ja, wir sind ein eingespieltes Team. Liebe Kinder, Meister Eder und sein Pumuckl. Vorsicht, Irke, nimm mal den Daumen erst und zur Seite, wenn es mal springt. Ich mache sowas ja auch nicht alle Tage. Ja, aber normalerweise als fachliche Leitung im Minihaus und nicht bei Meister Eder in der Schreinerwerkstatt. Aber es macht mir hier viel Spaß, mit der Elbe zusammen so einen Nistkasten zu bauen und euch, liebe Kinder, zu erklären, wie das geht. Ups, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. So, wir haben es fast geschafft. Fast. Die Wand ist fast dran. Jetzt kommt noch die vierte Schraube und dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. So, liebe Kinder, jetzt kann die Elke das schon aufstellen. Das sieht ja schon gut aus, oder? Ja, das sieht hervorragend aus. Schaut mal, liebe Kinder. Und jetzt, bevor wir das Dach drauf machen, machen wir erst das Vorderteil hin. Das ist ganz wichtig. Ihr seht das gleich, weil es einen besonderen Winkel braucht, damit der Regen nämlich nach hinten wegfließen kann und der Star, wenn der vorne sitzt und sinkt, nicht nass wird. Das hat er am liebsten. Ach so? Ja. Ist ja auch schöner, besser. Wer will fleißige Nistkasper sehen, der muss zu uns Minis gehen. Holz, Holz auf Holz, das Häuschen wird bald fertig sein. Holz auf Holz, oh wie fein, das Häuschen wird bald fertig sein. Wer will fleißige Nistbauer sehen, der muss zu uns Minis gehen. Klopf, 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 für den Star mit seinem schönen Schopf. Klopf, 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 für den Star mit seinem schönen Schopf. Wer will fleißige Nistbauer sehen, der muss zu uns Minis gehen. Hoch hinaus kommt das Haus, da schaut schon bald ein Vöglein raus. Hoch hinaus kommt das Haus, da schaut schon bald ein Vöglein raus. Super, das Lied. Ja, das passt ja voll zu unserem. Zu unserem Nestbau hier, genau. Das ist das Dach, oder? Das ist das Dach, richtig, ganz genau. Okay. Und das braucht jetzt einen gewissen Winkel. Aha. Das Regenwasser runterfließen kann. Nein, genau, ja, richtig so. Ja, vielleicht drehst du es nochmal. Okay. Das war richtig so. Genau, perfekt. Oh, genau. Ach, hier vorne ist Dach. Genau. So hat der Star hier vorne einen kleinen Unterstand und wird nicht nass. Regnet nämlich auf den Kopf. Genau. Ja, dann machen wir jetzt weiter und drehen da auch die Schrauben rein. So, Elke, schön, dass es wieder bündig ist. Das ist ganz wichtig. Gut, dass wir so einen Akkuschrauber haben. Ich glaube, so viel Kraft hätte ich gar nicht in meinen Fingern. Ja, aber das haben bestimmt die Eltern auch zu Hause. Ja, das glaube ich auch. Papas, so. Die Mamas. Genau. Und jetzt noch eine. Noch eine? Jawohl. Setzen wir hier. Okay. Noch eine. Sieht ja schon toll aus. Genau. Das sieht ja super schön aus. Ja, Kinder. Schaut mal, wir werden nach der Sendung noch die anderen Schrauben auch reindrehen. Das ist ganz wichtig, dass er ganz viel Stabilität hat, der Nistkasten. Und was war noch wichtig? Glaube ich, dass das Holz, dass dem Holz nichts passiert, gell, wenn es regnet oder so. Oh ja. Ihr seht es dort, oder vielleicht sieht man es nicht so ganz, da ist Teerpappe drauf, auf dem schon fertigen Nistkasten, sodass keine Feuchtigkeit in das Innere des Nistkastens eindringen kann. Mhm. Wer keine Teerpappe zu Hause hat, der kann auch bei Mama mal in den Kühlschrank schauen. Vielleicht ist Öl da, vielleicht sogar Leinöl, weil damit kann man den Nistkasten auch bestreichen, sodass er wetterfest ist. Okay. Und den Nistkasten hängt man dann auf. Wir haben hier noch so eine Latte, so eine kurze Latte. Die bringt man hinter den Nistkasten an. Ihr seht das hier vorne auch bei dem Fertigen, weil man das dann an Mauerwerk ausrichten kann, dort aufhängen kann, aber auch an langen Gehölzen. Und man hängt den Nistkasten eines Stars am besten 4 Meter hoch.
damit der Star geschützt ist vor Katzen, vor Marder. Das sind die natürlichen Feinde. Brauchen wir eine lange Leiter, oder? Brauchen wir eine lange Leiter, ja genau. Und das wollen wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder auf einer Wiese sind, im Minihaus München, wollen wir diesen Starenkasten aufhängen. Wir bringen eine ganz lange Latte mit und hängen es im Minihaus München in der Pimpinger Straße in der nächsten Sendung auf. Toll. Und da freuen wir uns drauf. Und da können wir das Lied, weißt du noch, von dem kleinen Vöglein, oh, ja. Was mit seinen Eltern spricht, was da vielleicht hier rausschaut und sich da hinsetzt. Ja, wie ging das noch, Elke? Ich glaube, das hieß Hallo Mama, Hallo Papa. Richtig, liebe Kinder, ihr wisst bestimmt noch. Das können wir doch jetzt super gemeinsam. Jawohl. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo Mama, Hallo Papa, die Zeit ist um und ich bin da. Hallo Mama, Hallo Papa, wie geht es euch? Ist alles klar? Hallo Mama, Hallo Papa, was schaut ihr mich so komisch an? Hallo Mama, Hallo Papa, ich bin schon bald ein großer Mann. Die Zeit im Ei, die ist nun vorbei und ich sing so laut ich kann. Juhai! Hallo Mama, Hallo Papa, wie sieht das Nest gemütlich aus? Hallo Mama, Hallo Papa, doch pass gut auf, sonst fall ich raus. Hallo Mama, Hallo Papa, nun fang ich bald zu fliegen an. Hallo Mama, Hallo Papa, ihr werdet sehen, was ich schon kann. Die ganze Zeit habe ich mich gefreut, ja und endlich ist es nun soweit. Hallo Mama, Hallo Papa, nun fange ich bald das Fliegen an. Hallo Mama, Hallo Papa, ihr werdet sehen, was ich schon kann. Oh, ich habe was, noch eine Idee. Ja, Elke. Wir haben doch noch so was ganz, ganz Tolles gebastelt. Aus einer Milchtüte. Ja. Und zwar ist es ein Futterhaus. Ein Futterhaus, genau. Das kann man ja dann in der Nähe vom Nistkasten hinhängen. Mhm. Mit Körnern. Mhm. Und dann freuen die sich auch. Dann haben die gleich ein Futterhäuslein. Schaut, da braucht man nur in eine Milchtüte ein Loch reinschneiden, ein Stöckchen durch. Mhm. Und das könnte man dann auch ganz schön anmalen. Oh, ja. Ja. Oder man kann es bekleben. Da haben sie jetzt lauter kleine Ästchen draufgeklebt. Und schon habt ihr in einfacher Weise zu Hause auch ein kleines Futterhäuschen. Und damit, glaube ich, kann jeder schon heute starten, weil ich glaube, Milch ist in jedem Haushalt. Bin schon ganz gespannt auf die Bilder, du auch? Oh ja, liebe Kinder, sendet uns wieder eure Bilder zu. Unter www.minihausmünchen.de könnt ihr auf der Website, wie schon vorhin gesagt, hier die Anleitung zum Starenkasten herunterladen. Und ihr könnt unter livestream@minihaus-münchen.de uns wieder eure Werke und Fotos zusenden. Wir freuen uns darauf. Ja. Macht's gut, liebe Kinder. Oh, wir sehen uns nächste Woche? Ja. Nächste Woche Dienstag. Genau. Dienstag. Liebe Elke, da ist was ganz Besonderes los. Willst du es kurz erzählen? Oh, ich glaube, der Kasper besucht uns. Ja, ja. Das war jetzt am Dienstag. Hurra, der Kasper angemeldet. Ja. Genau. Und was erzählt der für eine Geschichte? Was bringt der mit? Das ist eine kleine Überraschung, aber ich glaube, da geht es um Buchstaben. Ja, genau. Da geht es um Buchstaben. Mhm. Ja, mehr können wir noch nicht verraten, nein. Ne? Nein, das ist ein Geheimnis. Mhm. Aber wir singen dann wieder unser tolles Lied. Alle Kinder lernen lesen. Genau. Das hat nämlich was mit dem Kasperstück zu tun. Mhm. Ja, und dann darauf, den Donnerstag, sehen wir uns auch wieder, liebe Kinder. Das heißt, wieder Dienstag und Donnerstag in der nächsten Woche sehen wir uns wieder hier im Studio zum Kasperspiel. Und am Donnerstag draußen auf der Wiese, um unserem Star hier eine tolle Nisthilfe zu geben. Macht's gut, bis dahin, liebe Kinder. Ja. Alles Liebe und Gute. Schöne Zeit euch. Wir schließen wieder mit dem Minihauslied.
feiern wir ein großes Fest und rufen es ins ganze Land. Hey Leute, wir sind die Menis und es ist so frisch auf Brot. Hey Leute, wir sind die Menis, bei uns ist alles im Lot. Hey Leute, wir sind die Menis, auf Lila gibt es viele. Da kochte schon mal unser Hirn. Viel gebastelt, einschuliert. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Und wir singen ungeniert. Schreibt es raus in die ganze Welt. Hey Leute, wir sind die Minis. Weißt du, oh.